Willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um Bergemalen, eine einfache Landschaft von schneebedeckten Bergen. Denn das ist das Thema, für das ihr in meinem Newsletter abgestimmt habt und Thema für den Februar. Ich habe hier eine einfache Landschaft gewählt nach einem Foto, was mir eine Teilnehmerin aus dem Mitgliederbereich zugesendet hat. Und hier kommt auch schon Tipp Nummer 1. Starte mit einer Vorzeichnung für deine Bergsilhouette oder lege dir diese Silhouette einfach mit deiner Farbe an und dann kannst du dir jetzt den oberen Bereich, also den Himmel, mit Wasser anlegen und dann mit der Nass-Nass-Technik deinen Himmel malen. Ich arbeite für dieses Motiv ausschließlich mit zwei Farben, einmal dem Ultramarin, was ich jetzt hier direkt verwende, und dann später für die Details noch einmal mit dem Payne's Grey. Schritt 2. Während mein Himmel jetzt trocknet, kann ich mit den restlichen Bergen beginnen und lege mir dazu erstmal einen hellen Farbton an, mit dem ich mir jetzt hier jeden Berg erst einmal so herausmodelliere. Das mache ich mit ganz lockeren, zügigen Pinselstrichen. Wenn dir das schwerfällt, hier die Berge herauszustellen, dann mach dir am besten erst einmal eine Vorzeichnung mit dem Bleistift. Sind diese Berge hier das Februarmotiv aus meinem Newsletter. Ihr habt für dieses Motiv abgestimmt und ich bin schon gespannt, was wir dann im März zusammen malen werden. Schritt Nummer 3. Wenn ich mir jetzt hier diese Berge im Vorder- und Mittelgrund angelegt habe, dann arbeite ich sie jetzt mit weiteren Details heraus. Das heißt, ich gehe jetzt hier wirklich mit lockeren Pinselstrichen über meine Berge drüber mit kräftigerer Farbe. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr so lasierend wie vorher, sondern nutze jetzt mehr Pigment und arbeite eben jetzt diese schroffen Gebirgskanten, diese typische Textur heraus. Falls dir das mit so einem großen Echthaarpinsel, wie ich ihn jetzt hier nutze, schwerfällt, kannst du auch mal auf einen Synthetikpinsel umschwenken oder vielleicht sogar einen Flachpinsel nutzen. Ein Tipp, den ich dir hier noch geben möchte, versuch mal den Pinsel möglichst flächig übers Papier zu rollen, denn dann entstehen wunderbar abgerissene Kanten und du erhältst automatisch diese für Berge typische Textur. Achte dabei auch immer darauf, möglichst viel Weiß zwischen deinem Farbauftrag stehen zu lassen. Damit deuten wir jetzt hier nämlich den Schnee an. Wünsche ich dir viel Spaß für dein Bergaquarell und ich freue mich drauf, wenn du dein Ergebnis mit uns teilst. Nutze dazu auf Instagram oder Facebook gerne den Hashtag mit YouDesignMeMalenLernen. Ich bin gespannt, was bei dir entsteht und sage bis zum nächsten Mal. Abonniere am besten auch gleich meinen Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst.